Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Diablo. Oi, wir sind jetzt Stufe 3 Mystiker. Wollte doch schon immer sein, ne? Wusste ich doch. Ja, ich kann uns hier mal unsere Hände mal anschauen. Wie schön die aussehen. Da. So sehen unsere Hände momentan aus. Was bist du denn? Achso, ihr seid die Neuen. Mir gefallen die dabei relativ gut. Oh, gibt sogar einen Erfolg. Oh, das war sogar einer der Saisonerfolge. Naja, gut, nehmen wir das mal. Einfach nur, weil mir gerade danach ist. Es hat keinen höheren Sinn. Mir ist einfach nur gerade ein bisschen danach schwachsinnig Gold auszugeben. Wie sehen die aus? Doof. So, die haben wir. Den Helm können wir noch. Eine Krone. Eine alberne. Ja, nehmen wir die. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Die Frage, warum solltest du nicht? Frag sie mal warum, aber warum ist die Frage nicht, warum nicht? Hm. Die passen da glaube ich zu. Nebenhand haben wir nur die beiden. Da wäre auch nichts Neues. Das kann ich nicht tun. Geht auch nicht. Ja, na dann. Das Einzige, was wir noch machen können, ist sie einfärben. Wie sehen wir aus? Frage ich mich jetzt gerade wirklich. Was habe ich gerade mit dem Zeug gemacht? War das nicht Farbe? Oh! Alles im Ferner. Gut. Auch egal. Da haben wir halt ein bisschen Geld rausgehauen. Wir reden aber schon mal mit der Mystikerin. Reden. Der schwierige Weg. Stellt den Weg, auf dem ihr seid, nicht in Frage. Er wird euch Dinge zeigen, die eure Seele selbst auf die Probe stellen werden. Aber wenn ihr jemanden zum Reden braucht... Entschuldigung. Auch werdet ihr euch immer auf mich verlassen können. Wo eure Ratschläge bisher ja immer so hilfreich waren. Ihr gebt vor, aus Stein zu sein. Aber ich erkenne den weichen Kern, von dem ihr nicht wollt, dass ihn jemand sieht. Warum sonst würdet ihr weiterhin zu Myriam kommen und mit ihr sprechen? Eine gute Frage, Myriam. Eine gute, gute Frage. So, wo sollen wir denn hin? Friedhof der Verlassenen. Hier sollen wir hin. Sitzskelett. Sitzskelett. Hier sollen wir also her. Felder des Elends. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. So ist man motiviert. Soll Motivationstrainer werden. Comic. Und das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Nice. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Wiscerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet. Und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen.
Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Yeah. Naja, nicht jeder ist ein Monster-Experte, ne? Muss man ja dazu sagen. Die sehen schon nicht aus wie ein normales Wesen. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Nope. Möchte nicht angestimmt werden. Stehe ich gar nicht drauf. Da liegt einer vor oben. Da ist, glaube ich, nur ein Baum, der mich angreifen würde. Ich warte immer noch. Ich finde ja, dass sie sich ja Mühe gegeben haben, die ganzen einzelnen Interpretationen von Gegnern hier. Dass hier mal eine kleine Geschichte dazu sind. Das ist auch nett gemacht. Zumindest haben sie sich Mühe gegeben. Brauche mehr Arkankraft. Ach, nicht verbuddeln hier. Buddelt er sich einfach ein. Das ist eine Frechheit. Staub. Niemand kann mich aufhalten. Oh, das sagt man lieber nicht zu laut. Darüber würde ich nicht diskutieren. Ich möchte es nicht ausprobieren. Diese Bäume gefallen mir nicht. Seid wachsam. Okay. Voll. Dann sind wir das doch gleich an. Mehr Schaden ist immer gut. Euch gebührt Ehre. Ja, danke. Ehre gefällt mir immer, aber... Ah, hier haben wir das Portal. Das brutale Portal. Oh, machen wir das Ding an.
Das ist noch ein Toter. Wie viele Tote hier liegen? Das Dorf Tristram hat ja anscheinend genügend Leute gehabt. So viele Tote, die hier sind. Oh, eine Falle. Welch ein Wunder. Oh, was eine überraschende Falle. Ich bin ja so überrascht. Damals habe ich mich episch wirklich mal gewundert, warum ich Schaden gekriegt habe, weil ich in den Ding reingelaufen bin. Diese Bäume, die einen angreifen wollen. Auch wenn es keine Bäume sind, trotzdem. Baum ist Baum. Sieh auf, den Baum ist ein Baum. Ah, der hat schon. Oh, ein Lager. Eine Kiste. Toll. Die Kiste hat es echt gelohnt. Da ist ein größeres... Überall Zelte nur, ein größeres Haus. Da ist noch ein Häuschen. Wahrscheinlich gehörten die gar nicht. Die Gegner ja dann. Oh oh. Achtung, Glocken. Patient, die wieder laufen darf. Aber sonst ein Davon explodiert. Werde ich noch lange erzählen. Ja, mach du das mal. Das musst du mir aber nicht erzählen. Da sind hin. Oder Schuhe. Au. Au, au, au. Nicht immer falsche Tasten drücken, das war Escape. Oh, eine Leiche. Könnte er ist noch nicht lange tot. Wer auch immer ihn getötet hat, muss ganz in der Nähe sein. Wie kommst du da drauf? Kommt er nur drauf, nur weil er nicht lange tot ist? Hm. Ist nach oben oder hier? Ich gehe jetzt mal nach oben. Nichts. Dann ist es immer interessant, weil jetzt nämlich viele Gegner drin sind. Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein.
Rüstung. Ich kriege jetzt 25% mehr Erfahrung. Unglaublich, wie gut ich bin. Ich glaube, der Magier mag sich sehr selbst. Er mag sich selber sehr. Oh ja, ich wollte schon immer einen Jäger umhangen oder was immer das war. Zack, das nehmen wir alles mit. Habt ihr das gesehen? Nein, hab ich nicht. Ich hab gerade die Augen. Ich spiele mit geschlossenen Augen. Für den extra Kick. Ah, ich dürfte schon Gegner machen. Ah, 25% weniger, mehr Erfahrung ist jetzt auch weg. Unglaublich, wie gut ich bin. Ja, du bist so spitze, mein Freund. So spitze. Erste Sahne, weißt du doch. Nein, nicht M, sondern der Tab. Du bist so erste Sahne, mein Freund. Weil du ja so spitze bist. Ach hey! War das? War das ein Schatzkolumn? Nein! Das Licht in euch wird stärker. Neues Wissen. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, was höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist. Und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Also was? Die Vorstellung, dass die Portale öffnen, ist nicht lächerlich, aber dass sie einen höheren Dämon dienen, ist lächerlich. Super. Ist lächerlich, das andere nicht. Wir müssen die Angriffe auf diese Höfe stoppen, sonst werden die Bewohner von Tristram hungern. Da sollen wir rein. Das Glühen kenne ich. Das Schwertbruchstück, nach dem ich suche, muss in dieser Höhle sein. Ja, wahrscheinlich. Vor allem, welche Ländereien meint der gerade? Okay, klar. Eure Verteidigung ist nutzlos. Nicht. Oh, eine Falle. So, da haben wir noch was. Zack. Unser Inventar ist ziemlich gut voll. So, guck mal, hier haben wir noch was. Das erhöht unsere Flächenschaden. Ja, das nehmen wir doch gleich mal an uns. Da haben wir Schultern. Unsere haben Stärke. Oh, ja. Intelligenz. Ja, das tauschen wir doch. 30 Schaden. Zweihändig. Das ist
Ob wir wirklich mehr Schaden machen, weiß ich nicht. Alter, Schaden. Ah, noch mehr Schaden. Als das da. Oh, wir haben Blitzschaden, Angriffsgeschwindigkeit, 101 Leben. Ah, der ist immer noch besser als unsere. Das ist schlimmer. Auch besser. Gleich. Auch besser. Mein Gott, kriegen wir eigentlich nur noch Sachen, die besser sind. Aber ich glaube, mir wäre der Stab und eigentlich so lieber, obwohl wir jetzt so mehr Schaden machen. Ist das ja auch in Ordnung. Ausprobieren. Ah doch, wir machen schon ein bisschen mehr Schaden. 40 mehr Schaden. Und zack. Oh, Hähnchen. Das habe ich nicht getan. Ich habe keine Ahnung, was all diese Aufregung soll. Ein paar Bauern sterben und alle machen sich aus dem Staub. Ich lebe seit 20 Jahren auf dem Land und habe noch nie blutdürstige Monster herumrennen sehen. Es gibt absolut keinen Grund, warum ich eine gesunde Ernte im Stich lassen sollte. Sagte er und war tot. Ja. Was soll ich da jetzt zu sagen? Er ist tot. So viele Tote hier. Erzählt mir irgendwas vom Bauernhof, aber hier ist kein Bauernhof. Erzählt mir irgendwas vom böhmischen Dörfer hier, weißt du? Typisch. Nun, ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Diablo.